Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community, hier bei mir, dem Chris und dem komischen LKW-Simulator hier, ETS2. Mein Sitz ist kaputt, Alter. Meine scheiß Gasdruckfeder ist kaputt. Mein Stuhl geht jetzt immer weiter nach unten. Ich finde es total geil. So kann ich doch keinen LKW fahren. Es ist zum Brechen. Ich sag's euch. Es ist zum Brechen. Drecks Kackstühle, ey, ich sag's euch. Kauft euch nie irgendeinen Stuhl irgendwo bei irgendeiner Firma, die was weiß ich wie heißt. Kauft euch da bloß Stühle, die was taugen, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. So, wir gucken mal nach dem Auftragsangebot. Wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Containerbäume von Magdeburg nach Magdeburg. Was? 500 Euro? Was sind denn das für... Von Magdeburg nach Magdeburg, Alter. Was ist denn das für ein Quatsch? Eine Walze über den Teich? Nee. Nee. Computerprozessoren von Hamburg nach Rostock. Oh. Umschlagbagger. Na komm, wir fahren eine Walze. Was? Ich habe noch eine Lieferung am Laufen. Wieso? Wieso habe ich noch eine Lieferung am Laufen? Was ist denn das? Ich habe noch eine Lieferung am Laufen. Zugachsen? Was? Zugachsen? Wieso habe ich einen Zugachsen hier? Fertig zum Losfahren. Wo bin ich denn? Was? Zugachsen? Ich habe doch gar keine Zugachsen geladen. Verstehe ich nicht. Wo kommt denn der Auftrag her? Das ist seltsam, ne? Denn fahren wir Zugachsen irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Von jetzt, also von der letzten Folge bis jetzt. Dann ist das so. So, wir entspannen uns mal wieder. Also wir haben ja jetzt gelernt, wie das geht. Uns zu entspannen. 120, alles klar. A7, okay, ja, sehr schön. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So. Rastow, wo waren wir da gerade? Ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren. Zugachsen. Was für Zugachsen, Alter? Ich weiß ja. Hä? Naja, das Spiel ist manchmal ein bisschen komisch. Was? Leimholz? Drametal. Ach, Drametal. Okay. Wo auch immer wir gerade sind, ich weiß es nicht. Mein Stuhl gibt nach. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist ein Scheiß. Ich habe noch irgendwo eine Gasdruckfeder rumliegen, also muss ich mal gucken, ob ich die da in meinen Stuhl eingebaut kriege. Leipzig-Erfurt, okay. Was fahren wir denn eigentlich für einen LKW? Ich weiß nicht mal, was wir für einen LKW fahren, aber das sieht eher aus wie Renault oder sowas. Gibt es eigentlich eine Taste für die Innenraumbeleuchtung? Das muss ich mal kurz rausfinden. Gibt es sowas? Motor, 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 Differentialsperre, Lichtmodi. Scheibenwischer. Anzeigemodus, Armaturenbrett. I. Zum der Innensicht. Nö. Der Tracking zurücksetzen, habe ich auf eine Joystick-Taste gelegt. Ich kann mich daran erinnern. Wann habe ich. Was ist denn mit dem Spiel nicht in Ordnung? Ich verstehe es nicht.
Drück mal I. Ah, da können wir hier das Display vom LKW durchschalten, alles klar. Oh, der hat sogar Abstandstempomat. Jetzt mit I hier, oh, mit I durchschalten. Okay, da sehen wir die ganzen Daten. Okay, okay, okay. Boah, ich fahre jetzt, wäre ich besoffen, ey. Müssen wir jetzt nicht auch runter, glaube ich. Ich glaube, wir müssen jetzt auch bald runter hier, ne? Kann das sein? Ne. Aber hier sind wir schon mal lang gefahren. Die Strecke ist schon gelb. Ich sehe überhaupt nichts, ey. Warte mal hier, oh, mein Kopf wackelt, ey. Was ist da mit meiner Tracking-Kamera los? Spinnt die rum hier, oder was? Radarkontrolle, ja. Das kommt, ich schaffe hier nicht mehr als 76 hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, 60, Alter. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich habe mir die anderen Videos angeguckt. Ich gucke mal so anstrengend, aber was soll ich machen, ey? Es ist ja auch anstrengend, ey. Vor allem im Dunkeln immer zu fahren, wenn einem diese olle Lampe da so in der Fresse leuchtet, auf Deutsch gesagt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist dann schon anstrengend. Was ist denn das für eine Autobahn, Alter? Hier geht es ja immer kreuz und quer hier. Wir müssen nochmal die Kamera zurücksetzen. So. Sieht ein bisschen komisch aus. Oh, was mache ich denn? Hockeblau. Die Tasten habe ich nicht belegt, okay. Gang hoch und runter schalten. Wie lange ist denn hier 60, Alter? Jetzt. Gar nicht klingt da ja. Ich glaube, das ist ein Renault, ne? Wenn ich mich nicht irre. Polizei, ich fahre nur ein 80. Entspannt euch. Oh, das Polizeiauto hat sich aber ein bisschen komisch bewegt gerade. Auf der 7 sind wir Richtung Würzburg. Ah, deswegen geht es ja so berghoch und runter. Ah. Irgendwas schon mit meinem Tracking gerade nicht hier. Das Kamera wackelt immer so komisch. Köcher mit Dreieck. Im Berg hoch. Na, siehst du, geht doch. Achtung, achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Ich glaube, diese Tante muss ich wieder ausmachen, die nervt. Und der macht tatsächlich automatisch den Retarder rein, das ist gut. Da brauchst du ja auch nicht mehr machen, da kannst du dich einfach hinsetzen. Entspannst du dich einfach. Das mit der Kamera zurücksetzen, das müssen wir wirklich mal auf den Knopf legen. Warte mal, wir machen das mal. Ich muss mir das mal auf den Knopf legen hier, weil das ist, das geht immer nicht hier, wenn ich hier, Differentialsperre brauchen wir nicht. Tempomat haben wir eingestellt. Viel Zeit, um Pause zu machen. Headtracking zurücksetzen. Die nehmen wir jetzt mal die Taste. So. Der setzt das Tracking nicht zurück. Warum? Mann, ey. Oh. Tastenbelegung. Dann war das nicht die richtige.
Tracking aktivieren, das ist ja schon aktiviert. Ach, ich weiß warum. Das, ja, ich habe das nicht im Spiel eingestellt, sondern im Dings hier, warte mal. Im Open Track, Options, Center, Joy Button 5. Hammer. Okay drücken. So, pass auf jetzt. Habe ich jetzt mal auf den Desktop gemacht, Leute, ja. Pass auf, jetzt fahren wir weiter. Jawohl, jetzt kann ich die Kamera einfach so zurücksetzen. Sehr schön. Aber das ist mein Mikrofon hier, das gefällt mir immer noch nicht. Das ist mir nämlich viel zu nah vor mir Sicht hier. Oder viel zu weit weg. Es ist vor meinem Bildschirm. Ich sehe quasi nur die Hälfte von meinem Bildschirm. Mein Tacho vom LKW sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich muss schon mal über das Mikrofon drüber weggucken. Oder ich setze mich wieder so hin. Aua. Oh, ich bin gerade gegen den Tisch gerammelt hier. Au, oh, mit meinem Knie. So, was ist denn da vor uns los? Bitte links halten. Links halten? A5. Ups, jetzt habe ich neue Spock beim Reden. A5, das heißt Kasseler Berge und so. Oh Gott, naja, mal gucken, wie das hier gemacht ist. So, was ist denn jetzt hier? Die kommen ja alle nicht aus dem Arsch, aber war hier Überholverbot? Nö, ich glaube nicht, ne? Ich habe keins gesehen. Ich bin noch viel schneller als die. Ich glaube, hier war kein Überholverbot. Oh, 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 oh. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, also entspann dich. Jetzt lassen die aber auch laufen hier, die Jungs, ja? Ob das kommt, ist kein Überholverbot. Dann haben wir Spaß, weil hinter uns ist schon eine ganz schöne Reihe hier. Elefantenrennen. So, wo ist denn der andere jetzt hin hier? Wow. Oh, es ist nicht so einfach. Also, ich fahre ja nur schon 20 Jahre Auto im Real Life, ja. Aber das ist echt komisch. Wo ist denn der andere? Ah, der ist weg. Entschuldigung, ich wollte euch da nicht so lange aufhalten hier hinter mir. Kamera Kreuz. Okay. Irgendwie hat meine Tracking-Kamera heute ein Problem. Ich weiß man auch nicht. Wie gesagt, wenn das Bild immer so wegzuckt, dann habe ich die Kamera resettet. Noch 76 Kilometer. Mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 5.05 Uhr kommen wir da an. Wir haben 3.57 Uhr. A45. Jawohl. Hier ist gut was los, ja. Aber so schnüffelt der sich hier einen hin mit 81, ja. Macht er. Wir fahren weiter geradeaus. Stuttgart, Mannheim, Frankfurt. Genau. Oh, wie oft ich die 5 schon runter bin. Oh Gott, ey. 100.000 Mal bestimmt. Die 7, die 5. Ach, hört doch auf. Da hat der Chrissy schon ordentlich Zeit verbracht auf der Autobahn. Ja, ich muss mich jetzt mal ein bisschen entspannt einsetzen hier, weil sonst wird das hier ein bisschen anstrengend. Mit dem Mikrofon, da muss ich mir echt noch was überlegen. Das gefällt mir überhaupt nicht hier. Bitte rechts halten, sagt sie jetzt gleich. Atombauer Kreuz. Okay. Wir sind ja schon da. Wir sind schon da. Mutti. Ich habe gerade drüber auf einen anderen Monitor geguckt. Das hat man natürlich gleich gesehen. Muss man nochmal ein bisschen aufpassen. Kann ja das Tracking abschalten mit einer Taste und mit der anderen wieder anschalten. So, ich resette mal die Kamera. So, 661, wir fahren jetzt runter. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen.
Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Ach du Scheiße. Es wird hell draußen. 5 Uhr. Bitte links halten. Nun lass mich raus, ey. Oh, weißt du, wo soll ich noch hin? Soll ich noch 20 Minuten warten, bis du da hinter mir fertig bist? Oder? Ja, jetzt. Schön. Ich habe mich mal rund um Frankfurt verfahren, ja. Da bin ich mal irgendwo falsch abgebogen, ey. Das war nicht geil, ey. Da kommst du ja nirgendwo mehr raus dann, ey. So, erster Aufenthalt in Frankfurt am Main. Sehr schön. Wovon ist Polizei, ey? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, biege nach rechts ab. Ja, genau. Die Ampel ist natürlich wieder grün geworden, gelb geworden. Ich wusste es, deswegen bin ich einfach gefahren. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, lass mich doch mal 60 fahren. Oh, ey. Darf man nicht mal 60 mit dem LKW fahren? Immer geradeaus. Die Polizei ist vor uns. Wir müssen vor uns nicht fahren, Jury. Ika Transinet. Da müssen wir hin. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war eine schöne Fahrt. Ja, sehe ich auch so. So, wir machen natürlich, weil wir immer noch die Bubis sind, machen wir natürlich kein Einparken. So, und jetzt muss ich dann erstmal mein Mikrofon hier managen, weil das ist hier, das sieht mir ja voll auf und sagt, dass mir das hier voll vor dem Bildschirm hängt hier. So, 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 auch so ist doch gut. So könnt ihr mich auch noch hören, oder? Ja, so könnt ihr mich noch hören und ich sehe nämlich meinen Bildschirm wieder. So, sehr schön, haben wir gut gemacht. Wir haben ja irgendwelche Achsen hier vorne, ich weiß nicht warum, aber haben wir gemacht. So, Computerprozessoren ist immer noch der Teil. Von Hamburg nach Dortmund sind wir aber schon mal gefahren. Aber 10 Scheine. 34 Euro pro Kilometer. Ja, die nehmen wir an, wa? Ja, die nehmen wir an. Fahren wir. Computerprozessoren können wir immer fahren. Das ist kein Problem. 10.000 Tacken. Iveco, jawohl. Oh, warte, müssen wir her. So, wir gucken mal nach draußen. Wie sieht das aus? Ach ja, ist ein Gigaliner schon wieder. Oh, nee. Scheiße. Hier soll ich rausfahren mit einem Gigaliner. Habt ihr einen Knall nicht gehört oder was? Was? Nein. Oh, naja, gut, okay. Ich hätte nicht gucken sollen. Das ist... Zeit zu gehen. Oh, ich hätte nicht gucken sollen. Ja, oh, der kommt rum, er kommt. Wir müssen da hinten irgendwo raus, ne? Oh, ich hasse diese Häfen, ey. Da weißt du ja immer nicht, wo du hier hin sollst, ey.
Mal wieder ein Gigaliner, ey. Ich freue mich ja richtig, ey. Nicht. Aber oh, der ist schön leise, der LKW. Zumindest bis jetzt. So, wo geht's hier raus? Da lang? Das ist doch aber hier so eine Einfahrt. Achso, ich bin auf der falschen Seite. Ja, genau. Müssen einfach nur hier fahren. Biege nach rechts ab. Oh, nach rechts abbiegen? Wo, jetzt hier? Oh, ich hasse Häfen, ich sag's euch. Ich hasse Häfen. Ich wäre hier kein guter LKW-Fahrer. Oh, scheiße. Ich hab einen Fehler gemacht. Es wurde ein Fehler gemacht. Scheiße. Oh, fuck, ey. Stell mich an wie der erste Mensch hier heute. Aber so ist es. Schranke hoch. Oh, jetzt muss ich wieder anhalten wegen der Kackschranke, ey. Fahren wir mal nicht so schnell hier, ne? Bordsteinkante. Oh, der Iveco, der pfeift aber ordentlich, ey. Fährt der elektrisch oder hat der Motor? Man hört ja auch nichts. Oh, die Sonne geht auf, 9.53 Uhr. Eigentlich ist es ja schon hell, 9.53 Uhr, aber bei mir geht jetzt die Sonne auf. Der ist so leise, war der Iveco. Das ist unglaublich. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Die Drecksampel. Nach rechts ab. Das ist mal ein Blinkgeber, du. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hätte sie mal eher sagen können. Wir müssen da links abbiegen. Ja, da können wir ja. Das geht schon. Das geht schon. Der Blinkgeber ist so geil, als wenn einer irgendwo drauf klopft, ey. Der Anhänger folgt uns ja eigentlich ziemlich gut. War schon wieder zu schnell. Immer geradeaus. Elbtunnel. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, die Bremse, Alter. Oh, fahr doch mal, ey. Alter Falter. Ups.
5.20 Uhr schauen wir uns. Oh, was hat er denn? Meine Güte. Geil, ich wollte gerade einen Blinkheber runter machen, den Blinkerhebel. Aber ich habe keinen. Das ist nur ein Computerlenkrad. Oh, ich muss ja wieder runterfahren. Osnabrück, Bremen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Naja, das habe ich jetzt auch schon festgestellt. Nimm die Ausfahrt rechts. Jetzt fängt das schon wieder das Pissen an, ey. Oh. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, er geht voll in Eisen, Alter. Junge, 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 ey. Dir sollte man Führerschein wegnehmen, ey. Was bremst denn der die ganze Zeit? Verstehe ich nicht. Ich fahr schneller als alle anderen. Oh, was macht er denn hier mit seinem komischen B-Container hier? Er fährt nicht mal 80 mit seinen Urlaubswagen hier. Haben wir Licht an? Ja. Alter, ich fahr 80. Du fährst nicht mal 80 mit deinem komischen Urlaubskasten hinten dran. Junge. Ups. Wieso driftet denn das Auto, so der LKW, so komisch? Ich gucke da nur nach rechts. Hab mich mal bedankt, auch wenn er mir keine Lichthupe gegeben hat. Also irgendwie sitzt man hier im Iveco ziemlich komisch, muss ich sagen. Fühlt sich komisch an. Jetzt hier ein Auto neben mir, oder was? Alter, verzieh dich. Was machen die Leute denn auf der Autobahn? Die fahren wie die ersten Menschen, ey. Er überholt mich, dann bleibt er neben mir und dann hat er wieder Stinkefinger gezeigt wahrscheinlich. Muss ja. Aber wir haben immer Glück mit dem Wetter. Es regnet immer oder es schneit. Aber ich bin ja mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es beim ETS 2 auch Schnee gibt. Also nicht, dass ich wüsste, aber wir werden sehen. Und cool wäre, wenn das an die echte Zeit, an das echte Datum gekoppelt wäre, wo man spielt. Also wenn man im Winter spielt, wäre das komplett zugeschneit, das Spiel. Das wäre geil. Das wäre geil. Naja. Was mir beim Navi noch ein bisschen fehlt, ist, dass das Navi irgendwie, das könnte auch mal so mir so die nächsten Punkte anzeigen. Ja, so, dann könnte ich mich ein bisschen besser vorbereiten. Ich kann ja mal gucken. Nee, nicht wirklich. Da können wir nichts machen. Oh, ey. Oh! So passieren solche Sachen. Abgelenkt, Autobahn ist gesperrt. Alter, nee, oder? Oh, mal gut hier, dass mein Lenkrad gerade gerattert hat, ey. Was ist denn hier passiert, ey? Neu berechnen. Ein LKW. Ja, sehr schön. Wie jetzt sagt er, ich soll hier im Kreis fahren und dann soll ich wieder rauffahren? Demnächst links abbiegen. Bremen nach links, okay. Boah, das wäre jetzt der Biege nach links ab. Das wäre jetzt der Unfall gewesen, ja, der Unfall des Jahrhunderts mit dem LKW. Das wäre so ein typischer LKW-Unfall gewesen. Ich war abgelenkt vom Navi und plötzlich vor mir Unfall. Ja, sehr schön. Oh,
Boah, fahren wir denn heute auch mal? Meine Güte. Das Navi sagt, ich soll im Kreis fahren. Ich soll da hinten umdrehen und dann wieder auf der Autobahn fahren. Ja, das Navi sagt, ich soll einfach umdrehen. Okay, so kommen wir mal nach Bremen, ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bremen, da, ja doch, das sieht man hier, der olle Turm da, den kenne ich. Ja, ich soll ja wahrscheinlich nur rumfahren, damit ich hier irgendwas entdecken kann. Ein bisschen weit links, wa? Nö, geht. Die Straße ist so breit. Hier rechts ist jetzt auch noch irgendwas, was ich gleich entdecken werde. Demnächst rechts abbiegen. Duffhändler! Ja! Ja, ich habe einen Duffhändler entdeckt. Oh, warte. Biege nach rechts ab. Das wird geil. Ich habe jetzt einen Duffhändler. Cool. War jetzt da nur die Autobahn? Nee, die Autobahn. Die Autobahn war ja komplett gesperrt. Biege nach rechts ab. Die Autobahn war komplett gesperrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, die Autobahn war doch komplett gesperrt. Wieso schickt er mich denn jetzt in ihrem Kreis und dann wieder hoch auf der Autobahn? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Muss ich das verstehen? Könnte ja fast ein TomTom-Navi sein, ey. Aber der Iveco, der macht's hier. Der macht richtig Action hier. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Unser Navi führt uns hier die ganze Zeit im Kreis, Leute. Warum bin ich jetzt... Ich bin einmal durch Bremen gefahren. Biege nach rechts ab. Ich bin einmal umsonst durch Bremen gefahren. Aber eigentlich ja nicht umsonst, weil... Wir haben ja einen Duffhändler gefunden. Aber vielleicht ist der Unfall jetzt weggeräumt. Nur, das kann natürlich sein. Doch kein Verkehr hier heute Morgen, ey. 10.43 Uhr ist nichts los. Ich sehe kein Auto. Wäre es mal immer so, ey. Oh, da muss natürlich jetzt gerade einer kommen, ja. Ey, Kumpel, danke. Ich muss jetzt hier mal kurz ausholen. Tut mir leid, ich habe hier so einen riesen Arsch hinten dran. Ja, Unfall ist weg. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Ah, nee, der ist hier. Ah, hier steht der, deswegen. Ach, guck mal, ja, deswegen hat er uns durch Bremen geschickt, damit wir Gaffen. Ja, da ist irgendwas passiert mit dem LKW-Fahrer. Der hat uns durch Bremen geschickt, weil der genau zwischen den beiden, der stand zwischen Auf- und Abfahrt.
Und deswegen hat das Navi uns einmal durch Bremen geschickt. Wie willst du das mit dem LKW auch sonst machen? Kannst ja nirgendwo umdrehen. Ja, gut. Freue ich mich. Oh, Entschuldigung. Oh, das Lenkrad ist irgendwie ein bisschen zu... Warte mal. Können wir das nicht... Entschuldigung, wenn ich das immer unterbreche, Leute. Aber ich muss das jetzt mal... Kann man das Lenkrad noch ein bisschen... Die Lenkempfindlichkeit ist vielleicht noch mal runterzustellen. Die Reibung könnte noch ein bisschen mehr sein. So. Motorresonanz hätte ich gerne auch so 10%. Geländeoberfläche ist okay, Hobel sind gut. Getriebeschleifen, Kollision, da reißt es einmal mal das Lenkrad aus der Hand, ja. Untersteuerung rutschen, ja, das ist okay. Okay. Ah, so. Weiter geht's. Oh! Oh, jetzt ist es ja noch gefährlicher. Oh nee, warte mal, da, ich glaube, ich habe den Regler an der falschen Stelle gedreht. Warte mal, Motorresonanz nehmen wir wieder raus. Das war mir gerade irgendwie zu doof. Force Feedback haben wir natürlich. Gesamtstärke 100%. Lenkempfindlichkeit. Wir stellen die mal auf 1. Mal gucken, wie das jetzt ist. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh Mann, ey. Das Lenkrad ist kacke gerade. Nicht lineare Lenkung, das ist doch das, was ich machen muss, glaube ich, oder? Ich lade mal das Safecam, weil ich habe ja gerade durch unsere Spielerei einen Unfall gebaut. Ja, so ist besser. Los! Ah, jetzt ist scheinbar das mit der nichtlinearen Lenkung ist jetzt, glaube ich, ich glaube, jetzt ist es gut. Ja, jetzt ist es besser. Jetzt fühlt sich's auch an wie ein LKW. Ja, so ist besser. Jetzt brauche ich nämlich mehr Lenkausschlag hier im Relive, um das Lenkrad vom LKW auch zu bewegen. Da ist es gut. Weil sonst habe ich ja immer auf ein 3-Cent-Stück gedreht hier, ne, mit dem Lenkrad. Und so ist ja das gut. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt habe ich auch ein bisschen Totmannzone in der Mitte. Oh, ich muss mit den Tasten hier nochmal klarkommen. Hier, das ist einfach zu viel Druckerei hier gerade. So, jetzt haben wir's. Wir resetten mal die Kamera. So. Genau, du musst jetzt hier auch noch zwischen, ne? Richtig, genau, das habe ich mir gedacht. Oh, ey, schön Sicherheitsabstand rein hier vorne. Richtig gut. Alter, willst du mich rollen oder was, Junge? Mann, ey. Was macht er denn hier? Ich bin halt ein Geek. Ich kann halt einfach das... Lass uns loslegen. Ich kann halt einfach das Spiel laden wieder, ja? Easy.
So, dann können wir jetzt nämlich nochmal gucken, was hier los ist. Weil, oh, Hubschrauber, Alter. Oh, da ist ein PKW noch mit inbegriffen da drin. Das sah nicht gut aus. Aber wir wollen nicht gaffen, sondern wir wollen jetzt unsere Tour fahren. So, mal gucken, ob das jetzt so geskriptet ist, ob der jetzt wieder hochkommt, der LKW. Und dann, ob da wieder dieses Auto ist, was uns da in die Bredouille bringt. Ja, ich weiß, der Fehler war von mir verursacht und dann sollte man nicht laden, aber wir machen es einfach so. Ich habe da einfach Bock drauf. Wie gesagt, wir müssen das jetzt hier nicht hyperrealistisch machen, aber irgendwie haut mein Lenkrad immer noch nicht hin. Mein Lenkrad haut noch nicht hin. Das fühlt sich total kacke an. So, jetzt kommt der Schwarze, dann kam der LKW hoch. Und dann kam hinter mir einer, der sich da noch zwischengedrückt hat. Diesmal kommt kein LKW hoch. Ah, jetzt kommt der hier hoch, okay. Ja, komm, fahr. Also irgendwas stimmt mit meinem Lenkrad nicht hier. Das ist, ich habe hier so einen übelsten Totpunkt in der Mitte, der riesengroß ist. Ich verstehe diese ganzen Einstellungen nicht. Ist egal. Kommen ja trotzdem voran. Oh, ich bin schon ein bisschen müde. Ist mein Charakter denn müde? Ja, ich merke schon, dass ich müde bin, weil ich hier nämlich die ganze Zeit hin und her tokle. Das ist mein Lenkrad. Das ist... Also nicht linear auf 0 heißt, es ist linear, oder nicht? Ja, so ist besser. Also war das mit der nicht linearen Lenkung für den Arsch. Kloppenburg. Könnt ja mal eine paffen hier. Macht das nicht, ne? Ist nicht gut. Mann, was eine Tour. Fünfmal geladen, 20-mal hier Unfall mit Umleitung, mit Unfall, mit allem Pipapo. Oh Gott. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, ich lasse das Lenkrad an derselben Stelle, aber wenn ich meinen Kopf wegdrehe, fährt der LKW irgendwo hin. Komisch. Aber der Iveco ist echt dolle leise, ja. Das ist echt erstaunlich. Dass die sowas bauen können, ja. Also man hört ihn, na klar, ja. Aber so, wenn er so segelt, hörst du kaum was. Wenn ich mal an die Vekos denke bei der Bundeswehr, oh Gott, die hießen ja nicht umsonst die Gemüsekisten. Kennt ihr das, wenn ihr eine Gemüsekiste habt mit ganz viel Gemüse und ihr wollt irgendwie eine Gurke haben und dann wühlt ihr da drin rum, bis ihr die Gurke gefunden habt. Genauso war das beim Schalten, beim Iveco. Voll die Gemüsekiste. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich glaube, wir müssen hier hin. Bitte links halten. Ja. Das ist immer schön, wie spät sie das dann immer sagt. A1 Richtung Köln. Haben wir wieder so einen Gigaliner, ey. Oh Gott.
Aber das wundert mich irgendwie. Wie war denn das? Haben die Gigaliner nicht irgendwie eine gewisse Straßennutzung, also wo sie nur fahren dürfen? Weil ich könnte mir vorstellen, mit dem Gigaliner darfst du nicht durch die Innenstadt fahren. Wie willst du das machen, Alter? Kannst du ja nirgendwo abbiegen. Das ist ja mit dem Sattel schon schwer. Und dann hast du hinten noch so ein Ding hinten dran hängen. Ihr könnt mich ja mal aufklären in den Kommentaren. Wenn ihr was wisst über den Gigaliner, dann könnt ihr das ja mal zu Protokoll geben. Ja, man merkt, wenn man nicht aufmerksam ist beim LKW-Fahren, dann passieren halt immer irgendwelche komischen Sachen, ja. Und dieses Hin- und Her-Eiere, was ich hier im Computer mache, das kann man im Real Life bestimmt nicht machen mit dem LKW. Dann legt man den bestimmt auf der Seite. Ach, schöne Gegend hier. Alles schön bewaldet. Chrissy muss schlafen. Aber schöne Gegend, wie gesagt. Ne? Geht so ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Ein paar Brücken. Schön Wald. Jo. So, jetzt wird das wieder dreispurig. Kramener Kreuz. Fahren wir geradeaus. Drei Spuren gehen gerade. Eine geht weg, also können wir hier bleiben. Guck mal, Putzilei, ich habe euch Platz gemacht. Bin ich nicht ein Feiner? So, könnt ihr jetzt auch mal fahren? Genau. Danke. Hier, ich mach mal Lichthupe. Ah, Nötigung beim Polizeiauto. Oh, was ist denn hier los? Hier steht einer mit einem kaputten Auto. Ja. Hier, ein Flixbus. Nur ohne Flix. Ist ja nur ein Bus, also ohne Flix. Hier steht der Hubschrauber. Ja, hier steht er. Wer kennt ihn nicht? Jawohl, ist das geil. Haben sie echt dann alles gedacht. Wir haben echt dann alles gedacht. Also das muss man den Leuten von SCS ja sagen. Also da, diese Detailverliebtheit ist wirklich toll. Und so, wir müssen auch runter. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nach Dortmund. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bonner Kennzeichen hier. Oh, das Ding folgt mir eigentlich doch ganz gut, ja. Kamera mal zurückgesetzt. Ich bin schon fast zu schnell mit 80 hier. Erster Aufenthalt in Dortmund. Oh, hier ist eine Ampel. Oh, ich wusste es. Ne, erster Aufenthalt in Dortmund stimmt nicht. Wir waren schon in Dortmund. Die Straßen sind schon gelb. Also war ich hier schon mal. Das sieht aus wie ein Golf. Soll das ein Golf sein? Das ist da einer drin? Ja.
ich bin Gigaliner und ich bin schneller als mein Kollege da auf der linken Seite. Schon ein bisschen geil. Vogelgezwitscher. So, wir müssen jetzt hier irgendwann rechts weg. Immer geradeaus. Natürlich hier schön den Kollegen auf der linken Spur. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Boah, das war eine Einfahrt, ey. Okay, so. Puh, oh, ich hab schon wieder gespuckt. Level 7. Und wir sind immer noch nicht Level 8. Ja, war eine lange Folge. 51 Minuten, aber manchmal ist das so. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn, euer Angry Driver Chris.